Also das hier zu sehende römische Kastell ist der Höhepunkt der Ausstellung Gallier, Römer und Germanen in Zinn anlässlich des Kulturhauptstadtjahres der Stadt Luxemburg und der Region hier auf dem Roscheider Hof. Dieses Modell umfasst 7 Quadratmeter und hat den Erbauer 10 Jahre seiner Arbeit gekostet. Der Erbauer ist ein Bauingenieur aus Neuss, Dr. Kraul, der dieses Diorama hier dem Museum zur Verfügung gestellt hat. Das Diorama ist bestückt mit Zinnfiguren, die deutlich machen sollen, wie das Alltagsleben in und um ein solches Kastell herum ausgesehen hat. Innerhalb des Kastells befindet sich das Militär, außerhalb des Kastells die Werkstätten, zivilen Einrichtungen, aber auch militärische Einrichtungen. Wenn man heute ein solches Kastell besichtigt, in der Wirklichkeit besichtigt, zum Beispiel auf der Saalburg, dann findet man drumherum alle möglichen Schilder. Da steht dann drauf, hier war die Schmiede oder hier war die Herberge. Und hier dieses Modell soll verdeutlichen, wie es das Leben sich dort abgespielt hat. Wenn man um das Modell herumgeht, findet man zunächst auf der einen Seite eine Badeanstalt. Diese Badeanstalt mit Warmbad, Kaltbad und so weiter war für die Römer natürlich sehr wichtig, die hier im Norden des Kontinents ja, ihre südliche Sonne vermissten. Dann ist hier vorne eine Weberei. Gleich anschließend ist eine Begräbnisstätte, wo gerade ein Trauerzug mit einem zu Beerdigenden sich bewegt. Dahinter ist eine Herberge, in der Wagen und Reisende ankommen. Natürlich auch 2 Tempel befinden sich hier. Darunter ein Umgangstempel, wie er hier in der Region ganz charakteristisch ist. Ein gallo-römischer Umgangstempel. Des Weiteren dann auf dieser Seite hier ein Steinmetzbetrieb mit in dem gerade Grabsteine gefertigt werden, aber auch große Steine gesägt werden. Hinter mir dann befindet sich eine Zimmerwerkstatt, in der die Bretter und Balken hergestellt werden für den Bau. Und so geht es weiter mit Taverne, mit Töpferei, mit einem großen landwirtschaftlichen Betrieb, mit einem Hafen, mit einem kleinen Lager, in dem eine neu angekommene Truppe vorübergehend stationiert wird, mit dem Verkehr auf dem Fluss und so weiter. Der Hersteller dieses Dioramas hat alles in Handarbeit gefertigt. Das heißt, die Gebäude sind in Handarbeit gefertigt, da ist nichts Plastik oder Vorgefertigtes dabei. Die Figuren sind alle von ihm auf das Gründlichste bemalt und wie gesagt, es dauerte 10 Jahre, bis er damit fertig war. In dem Lager ist eigentlich etwas Interessantes neben dem neben dem normalen Alltagsleben zu sehen, ein abgebranntes Gebäude. Dieses abgebrannte Gebäude war eine Baracke, in der Legionäre sich aufgehalten haben. Das wurde von den Legionären selber abgebrannt, wegen des Ungeziefers. Das Ungeziefer, das sich da so festgesetzt hatte, dass es die Leute geplagt hat, konnte man nur dadurch loswerden, dass man diese Baracke einmal abgebrannt hat. Und daneben wird dann gleich eine neue Baracke errichtet. Auf dem Fluss bewegt sich das berühmte Neumagener Weinschiff, das ja, bei dem Publikum weitgehend bekannt ist. Das Neumagener Weinschiff, das jetzt ja auch auf der Mosel wieder bald verkehren wird. Überhaupt versucht der Hersteller oder hat der Hersteller dieses Dioramas versucht, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Aussehen und das Leben der Römer zu verarbeiten.
An vielen Stellen kann man Figuren finden, die hier auf Grabsteinen, zum Beispiel im Trierer Landesmuseum oder in anderen Museen der Region zu finden sind. Zum Beispiel die berühmte Mähmaschine, die gallorömische Mähmaschine, die hier zum Einsatz kam, oder eine Hasenjagd, die auf einem Grabstein im Landesmuseum in Trier zu finden ist. Es repräsentiert also auf der einen Seite den Idealtyp eines solchen Kastells, wie es hier am Rhein, am Limes und auch im Hinterland in der Region um Trier in größerer Zahl gegeben hat. Allerdings repräsentiert es auch das Alltagsleben der Römer und der Gallier in dieser Region in dieser Zeit. Wenn man Zinnfiguren nennt, dann bekommt man von seinen Gesprächspartnern häufig die Bemerkung: Ah, Zinnsoldaten. Natürlich sind hier römische Legionäre in größerer Zahl. In größerer Zahl, weil sie eben dieses Alltagsleben hier ganz entscheidend mitbestimmt haben. Die Kultur in dieser, die Alltagskultur bestimmt haben. Aber auch das Alltagsleben der Zivilbevölkerung wird hier wiedergegeben. Zum Beispiel in der Taverne wird kräftig gebechert, auf dem Markt wird ordentlich verkauft und dort befinden sich dann auch spielende Kinder, ankommende Reisende und das ganze Leben, das sich um dieses Modell herum, um dieses Kastell herum eben abgespielt hat. Von großer Bedeutung für die gallorömische Bevölkerung in diesem Raum war natürlich die Landwirtschaft. Überall hier in diesem Raum befinden sich Reste von römischen Villen. In Mering wurde eine solche Villa wieder aufgebaut und hier auf dieser Darstellung befindet sich eine solche römische Villa mit den dazugehörigen Gebäuden, Wirtschaftsgebäuden, mit der Tätigkeit, die in einer solchen landwirtschaftlichen Siedlung ausgeführt wurde. Da ist Ackerbau, Viehzucht, da ist ein Backhaus, da ist eine Töpferei. In dieser Darstellung eine Pferdezuchtstation und alles bis hin zu einem Imker und bis hin zu den verschiedenen Pflanzen, die von den Römern hier eingeführt wurden. Nicht nur der Weinbau spielte bei den Römern hier in dieser Region eine große Rolle, sondern auch der Obstbau, die Äpfel, die hier angebaut wurden, Apfelbäume, die hier angebaut wurden, aber auch bis hin zu Kräutern, wie zum Beispiel Mangold oder Kohl oder Kräuter wie Bilsenkraut und Ähnliches wurden hier in den römischen Gärten angebaut. Im Weiteren befindet sich dann hier der Bau einer römischen Straße. Die römischen Straßen waren auch von großer Bedeutung für diesen Raum und haben die Trassen im Grunde bis heute festgelegt für die Verbindungen zum Beispiel in die Eifel oder über den Hunsrück nach Mainz. Dann befindet sich dort ein römisches Reiterspiel, eine Geschichte, die sehr attraktiv ist. In Reinheim, also in dem archäologischen Park Reinheim-Bliesbrück, ist ein solcher römischer Reiter ausgestellt mit einer glänzenden Gesichtsmaske und dieses wird auf diesem Diorama auch dargestellt. In dem Hafen selbst befinden sich Lastkähne, in denen das Material für den Bau der Anlage und für die Bevölkerung herangeschafft wurde, aber auch natürlich das Weinschiff und Weinhändler, die aus dem Süden hier Amphoren bis in unsere Region hinein transportiert haben, importiert haben. Ja. Diese römischen Villen waren recht luxuriös, häufig mit einer großen Freitreppe,
mit Säulenarkaden davor, während die einfache Bevölkerung in Lehm- und Fachwerkhäusern gewohnt haben. Die hier ausgestellten Tiere sehen etwas merkwürdig aus. Sie sind nicht vergleichbar mit unseren heutigen Tieren. Zum Beispiel die Schweine sehen aus wie Wildschweine. Die älteren antiken Schweine waren halt den alten Wildschweinen, von denen sie abstammten, noch sehr ähnlich. Dann wurden hier sehr viel Ziegen und Schafe gehalten. Die kleinen Herden, die hier unterwegs sind, bevölkern den Gutshof. Auch die, man kann bis in die handwerklichen Tätigkeiten hinein hier das Alltagsleben verfolgen, zum Beispiel die Pflüge. Der Pflug war kein Eisenpflug, sondern ein Hakenpflug, in dem nur eine kleine Pflugschar vorne an einem Balken befestigt war. Dass diese Villen von einer größeren Bedeutung für die römische Bevölkerung war, kann man auch daran entnehmen, dass sie hier einen eigenen kleinen Tempel hatten, eine kleine Tempelanlage, und es befindet sich dort eine sogenannte Jupiter-Gigantensäule, wo auf der Spitze dieser Säule ein Jupiter über einen Giganten hinweg reitet. Also Kultur im Sinne einer originellen Agrarkultur oder einer doch sehr intensiven Agrarkultur, aber auch eine allgemeine geistige Beeinflussung der Bevölkerung, die hier stattgefunden hat. Die Gallier haben eben teilweise dieses übernommen, und so spricht man von einer gallorömischen Kultur, die hier gespiegelt wird. Germanen finden sich nur wenige. Innerhalb des Dioramas tauchen auch einige Germanen auf, die hier zu Besuch sind, oder die hier irgendeine Reise hierher unternommen haben. Aber ansonsten ist es eine gallorömische Bevölkerung, die sich hier in diesem Diorama spiegelt.